Wir leben in einer Welt, in der die 62 reichsten Einzelpersonen so viel Vermögen besitzen wie die ärmere Hälfte der Menschheit. Will man die Vermögensverteilung auf einem DIN-A4-Blatt darstellen, so geht das für 90% der Menschen recht gut. Für die oberen 10% jedoch bräuchten wir zusätzlich ein 6 Kilometer langes Blatt Papier. Zwischen 2016 und 2017 ist die Zahl der Milliardärinnen und Milliardäre so stark angestiegen wie noch nie zuvor. Es wäre absurd anzunehmen, dass dies selbst erarbeitet worden wäre. Es ist die Arbeit aller Menschen in einer Gesellschaft, die diese Vermögen erschafft, auch wenn sie sich bei wenigen ansammeln. Würde ein Handwerker das Jahreseinkommen eines durchschnittlichen Milliardärs erarbeiten wollen, müsste er zum Beispiel ohne Hilfe 100 Schulen in einem Jahr bauen. Ungleichheit wird auch dadurch verstärkt, dass Konzerne ihre Gewinne in Steueroasen bringen. Das kostet die Allgemeinheit allein in Deutschland rund 100 Milliarden Euro pro Jahr. Weltweit liegen 19 Billionen Dollar in Steueroasen und fehlen so den Gesellschaften. So leben etwa in Europa 50 Millionen Menschen in Armut. Und knapp ein Viertel der Gesamtbevölkerung ist einem Armutsrisiko ausgesetzt. Armut ist gekennzeichnet durch Angst, Ausschluss, Enteignung und die fehlende Möglichkeit, sich Gehör zu verschaffen. Auch wenn es hier meistens nicht um Existenzielles wie Hunger oder sauberes Wasser geht, so wirken die sozialen Missstände, die Kinderarmut und Wohnungsnot doch schockierend angesichts des enormen Reichtums in diesen Ländern. All dies ist auch eine Folge des blinden Glaubens an die Kräfte des Marktes. Und die Ungleichheit verstärkt sich weiter durch den Einfluss der Milliardäre auf die Politik. Allein die Finanzwirtschaft gibt für Lobbyarbeit auf EU-Ebene 120 Millionen Euro im Jahr aus. So wanderten auch große Gesetzesvorhaben, die nach der Krise 2008 die Banken einschränken sollten, fast unbemerkt in den Papierkorb der EU-Gremien. Gleichzeitig sorgt die in vielen Ländern der Welt durchgesetzte Sparpolitik für den Wegfall sozialer Einrichtungen und Sicherungen. Die so verstärkte Ungleichheit schädigt das Vertrauen in die Politik und die Demokratie. Sie erzeugt gesundheitliche Probleme und senkt die Lebenserwartung. Sie schürt Kriminalität und gewaltsame Konflikte. Soziale Ungleichheit zerstört die Chancen vieler Menschen auf ein Leben in Würde. Denn auch die Bildungs- und Aufstiegschancen hängen massiv vom Einkommen ab. Armut ist bei dem derzeitigen Stand der technischen Entwicklung schlicht unwürdig. Regierungen jedoch könnten die Schere zwischen Arm und Reich langsam schließen, indem sie sich vom reinen Marktglauben lossagen und sich den Interessen mächtiger Eliten entgegenstellen. Gute Lebensbedingungen für die gesamte Bevölkerung zu schaffen, sowie das Recht auf Bildung, Gesundheit und soziale Sicherheit ist durchaus möglich. Was aber fehlt, ist der Druck einer Gesellschaft, die den derzeitigen Zustand nicht länger hinnehmen will.